Und damit herzlich willkommen im 191. Part von Let's Play WoW. Im letzten Part hat sich unsere gute Mariko hier schlafen gelegt, da sie müde war. Und nun ist es Tag geworden. Nun können wir wieder aufsatteln und die Quest abgeben. Uldum sieht bei Tag heller aus und wärmer. Auch wenn Wolken am Himmel sind. Verrückt. Ich hab noch nie in der Wüste Wolken gesehen. Gibt's die da überhaupt? Gibt's nicht so Sintfluten in der Wüste? Weil nämlich, wenn der Regen die ganze Zeit runterkommt, kann die ja nicht aufgesaugt werden von dem Wüstensand. Deswegen gibt's auch immer Sintfluten? War das nicht so? Irgendwie so. Hattet ihr Erfolg? Danke, die Gerüchte, die ich über euch gehört habe, erweisen sich doch als wahr. Danke, Mariko. Vielleicht können wir Iset doch noch retten. Unsere Gesetze verlangen es, dass die Verantwortlichen über diesen Überfall bestraft werden. Der Anführer der Banditen wird Kriegsfürst Isen genannt. Ihr werdet ihn ganz bestimmt im Westen der Wüste finden. Sorgt dafür, dass seine Übergriffe nicht ungestraft bleiben. Werden wir tun. Halli, Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen im Part von Let's Play WoW. Ich habe keine Ahnung, welcher Part das ist. Es ist etwas passiert. Da ist ein riesengroßer, fetter Planet erschienen. And nobody knows why. Fett. Ich spüre dunkle, mächtige, dämonische Magie auf diesem Planeten. Die Draenei nennen ihn Argos. Die Heimatwelt der brennenden Legion. Die größten Offiziere waren da drauf und sind alle tot. Und das kündigt quasi das neue Add-on an. Der neue Patch, beziehungsweise Argos. Ich trinke mal mit hinten schwarzer Trank mal wieder, dann wird's Nacht. Und dann sieht der Planet noch viel, viel geiler aus. Hammer. Alter, ey. Mit den Schwaden. Natürlich ein bisschen wenig High-West, aber egal. Was müssen wir machen? Den Kriegsherrn müssen wir töten. Davor können wir nicht wiederbeleben, ganz klar. Den können wir davor nicht... Nee, das geht nicht. Erst muss der Gegner sterben. Okay. So, Leute. Ich habe mal wieder ein wunderschönes Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Und zwar geht es, weil ich ja in der Krankenpflegeausbildung bin und schon auf mehreren Immunologien war. Und es immer wieder viel Information von Mitarbeitern und dergleichen gibt, was mir auch ein bisschen auf den Sack geht, und weil ich schon 1000 Seminare darüber gemacht habe, möchte ich hier ein Exempel an die Frieden statuieren, was? Was ich sagen wollte, HIV ist eine Krankheit, die das Immunsystem runterdrückt und Zellen austauscht und nicht heilbar ist und furchtbar ansteckend ist nicht. Viele Leute haben wirklich immer noch das Problem, dass die denken, dass HIV eine der ansteckendsten Krankheiten ist und dergleichen, und es ist in aller Munde, wie schrecklich das ist, und die Leute, die diese Krankheit haben, werden ausgegrenzt. Ich danke euch, Mariko. Diese Barbaren müssen für ihre Tat bestraft werden. Ich könnte vielleicht helfen. Stecken die Nephrasee dahinter? Nein, das war das Werk von gefährlichen Banditen der Wüstenläufer. Es wird gemunkelt, dass sie sich einer besser organisierten Bande im Westen anschließen. Ihre Gewalt ist einfach barbarisch. Okay. Gut. So, HIV ist nicht
so übertrieben ansteckend. Nicht mal ansatzweise wie Hepatitis und MRSA, Noroviren und dergleichen. Da gibt's Schlimmeres. Wie schon gesagt, Hepatitis und dergleichen ist viel, viel ansteckender. So. Aufklärung, Leute. Wie überträgt sich HIV? HIV überträgt sich durch Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit, minimal durch Darmsäfte, Darmsekret, die Viruslast in Spucke, Schweiß, Tränen ist so gering, dass sich kein Mensch, egal ob man offene Wunden hat oder nicht, nicht anstecken kann. Das bedeutet, du könntest jetzt mit einem HIV-kranken Menschen kuscheln, küssen, aus derselben Flasche trinken, keine Ahnung, ihn ablecken, solange es nicht der Hintern ist oder der, ihr wisst schon. Weil es dich nicht infiziert, verdammt. Solange du nicht mit dem Blut in Berührung kommst, was du als Normalsterblicher wenig tust oder mit Sperma und dergleichen in Berührung kommst, kann dir eigentlich nichts passieren. Deshalb, warum haben so viele Angst davor? Das Einzige, was wirklich die Angst fördert, ist, es ist eine Sexualkrankheit. Durch Geschlechtsverkehr wird sie übertragen. Und auf einmal wird sie schmutzig, oder wie? Tripper ist auch über Sex übertragbar, aber auf einmal, weil es wieder heilbar ist, weil man nämlich ein paar Antibiotika schluckt, dann ist es nicht so ein großes Thema. Übrigens ist es auch nicht unbedingt die Schwulenkrankheit, weil im westlichen Bevölkerung, beziehungsweise in den westlichen Ländern sind es halt überwiegend Homosexuelle, die diese Krankheit haben. In Südafrika meine ich natürlich, und Asien sind es aber Heterosexuelle, die überwiegend daran erkrankt sind, auch in Russland. In Russland, in China und dergleichen sind es eher Heterosexuelle, die daran erkrankt sind. Ich mach mal hier erstmal weiter mit dem Quest. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir entkommen sind, Hexenmeisterin. Ich glaube, ich würde mich nicht sehr wohl in meiner Haut fühlen, wenn wir den Wegleiter nicht gezeigt hätten. Wie wäre es, wenn wir zurück zum Grab des Nekatut gehen und den kleinen Erbensing etwas auf die Nase gibt? Das Grab ist im Südosten, Nordosten, direkt hinter dem Eingang zum Uldum, wenn ich mich recht entsinne. Warum guckt ihr so dumm? Ich bin nicht in der Verfassung, das selbst zu machen. Auf sicher nicht. Ich habe gehört, ihr werdet in der Stadt. Was für eine seltsame Kreatur ihr doch seid. Ihr wünscht mich zu sprechen. Der König wünscht, über derzeitige Aktivitäten der Nefreset informiert zu werden. Nein, keinerlei Bewegungen auf der Seite Nefreset. Ich habe Berichte erhalten, dass Urxis von dem größten Sandsturm getroffen worden ist, der jemals gesehen wurde. Ich wollte gerade eine Nachricht an den König senden, aber vielleicht könntet ihr die Informationen hier einfach weitergeben. Wenn ich sterben sollte bis da hinten hin, dann was tut ihr dann? Das kann alles passieren. So. Ich war gerade dabei, dass in Asien und in Afrika sind überwiegend heterosexuelle Männer erkrankt. An sich mehr Männer als Frauen. Weil es wahrscheinlich durch Männer einfach übertragbar ist, weil du mehr... in Berührung kommst mit dergleichen Säften. Ach, hier müsste man die umknüppeln, darauf habe ich keinen Bock. König Pharaos hat mich geschickt, um euch nach Aktivitäten Nefreset zu befragen. Der König sendet einen Fremden aus, um Informationen für ihn zu beschaffen. Ich vermute, dann seid ihr wie diese Person von diesem Volk, wie war das gleich? Mensch? Ja, dieser Mensch, die Prinz Nadum gerettet hat? Wie dem auch sei, ich habe soweit im Norden keine Lebenszeichen von diesem Nefreset-Abschaum gesehen. Es gibt jedoch genügend andere Unannehmlichkeiten zu beseitigen. Okay. So. So noch ein paar grundlegende Sachen dazu. Im Krankenhaus anstecken. Im Krankenhaus behandelst du diese Menschen, die HIV infiziert sind. Oh, Harrison Jones. Kann ich euch helfen? Nicht anders als die Patienten, die an nichts infiziert sind. Wenn du nämlich
Nochmal ein bisschen Jones. What? Schön euch zu sehen. Noch schöner wäre es allerdings gewesen, wenn ihr hier gewesen wärt und mir geholfen hättet, diese kleinen Wilden in den Griff zu bekommen. Was für ein Fund, genau hier, genau an dieser Stelle, in die meinen Notizen der Folge gesagt wurde. Mit ein wenig Glück werden sich dieser Kammer Hinweise zum Verbleib der legendären Lade der Verheißung finden. Die Bundeslade? Ja, das stimmt, Mariko. Es ist nicht nur eine Legende. Ich glaube, dass es diese Lade wirklich gibt. Ich werde euch später mehr erklären. Helft mir jetzt erstmal, die Sprengsätze scharf zu machen. Für die Einheit. Okay. Oh, verdammt. Hui, jetzt ganz ruhig. Verdammt. Oh my. Schnell, Mariko. In die Kisten. Flupp. Boggen. Tote aufwecken. Dem Tod von der Schippe gesprungen. Mein Lehrwander kommt angerannt. Schüttel das ab, Kleine. Passiert mir ständig. Das war natürlich eine Anspielung an den vierten Teil von Indiana Jones, der leider der schlechteste war. Nämlich mit dieser Mini-Atom, also mit der Atombomben, wo er sich dann, wo der Harrison Jones, Harrison Ford, hallo. Indiana Jones, in dem Fall im Kühlschrank versteckt. Feldarbeit. Dieser bedauernswerte Pygmäe war zur falschen Zeit am falschen Ort. Als ihr über sein Unglück sinniert, bemerkt ihr die Symbole auf seinem Schild. Sie sind viel zu aufwendig für die Pygmäen-Gekritzel. Ihr seid davon überzeugt, dass Dr. Jones ein Objekt wie dieses hundertsam finden würde und macht euch auf, um weitere dieser Fragmente zu finden. Und aufwendige Scheibe. Die Ätztechnik, die auf der Oberfläche des Objektes verwendet wurde, weist auf Jahrtausende alte Arbeit hin. Und doch ist kein Verschleiß erkennbar. Dieses Loch am Rande des voller Holzsplitter ist verrät, dass es wahrscheinlich auf einem Holzstab oder etwas in der Art angebracht wurde. Macht euch auf den Weg, um den fehlenden Stab zu finden, bevor wir diesen Fund Dr. Jones schreiben. Schicken. Zeigen. Ja. Genau. Ich wollte gerade noch erzählen, dass im Krankenhaus behandelst du diese Leute nicht anders, denn du, wenn ich mit kontaminiertem Material arbeite, das heißt mit Blut, also ich weiß nicht, ich war wenig mit Sperma von Patienten zu tun. Jene sind im besten Fall ein Ärgernis. Diese finsteren Wesen sind bösartig veranlagt, haben alle möglichen Krankheiten und sind nicht mehr als eine Seuche auf dem Antlitz der Hundewelt. Tut der Welt einen Gefallen und befreit die Wüsten von Uldum von dieser räudigen Bedrohung. Sehr gerne. So, wie gesagt, ich komme sehr eigentlich noch nie mit Sperma von Patienten in Berührung. In Kot fasse ich auch selten rein ohne Handschuhe und Urin auch nicht. Das bedeutet, warum zum Teufel sollte ich mich anders verkleiden, wenn ich einen HIV-Patienten behandle, als einen Patienten, der nicht infiziert ist mit HIV? Weil ich, die Sicherheitsbestimmungen trage ich ja trotzdem. Die Sicherheitsbestimmungen sind ja für Menschen da, die mit irgendwas infiziert sind, von dem du nichts weißt. Der eine kann Hepatitis haben und wenn du dich damit infizierst, ist es nicht so schlimm oder wie. Du hast trotzdem immer Hepatitis. Wenn du nicht geimpft bist, wohlgemerkt. Aber, versteht ihr, was ich meine? Im Krankenhaus ist das null ein Problem oder überhaupt, wenn du... Du ziehst ja trotzdem Handschuhe an, wenn du mit Blut arbeitest. Weil, das sind die Bestimmungen, die gesetzlichen, die du einhalten musst. Deswegen macht es gar keinen Sinn, diese Leute anders zu behandeln. Aber die werden immer noch anders behandelt. Weil Leute unwissend und ein bisschen dumm sind. Wenn du natürlich klar mit diesen Menschen kommunizierst, warum du etwas machst, dann ist es ja auch kein Problem. Aber wenn der Grund dafür ist, weil sie HIV haben, aber du nicht mit dem Blut in Berührung kommst, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe ja natürlich auch immer einen Abwurf dabei, wenn ich ihnen jetzt was spritze. Oder wenn ich ihm Blut abnehme, was ich selten tue. Oder wenn ich seine Wunde wechsle, habe ich sowieso sterile Handschuhe an. Warum sollte ich mich denn komplett vermummen? Das mache ich ja bei jedem Verbandswechsel, den ich eigentlich machen sollte, musste ich mir trotzdem eine Schürze anziehen und dergleichen. Und selbst wenn ich draußen auf der Straße neben einem HIV-Patienten sitze, kannst du nicht infiziert werden.
Warum zum Teufel ist das immer noch so ein großes Thema? Es ist nicht möglich, sich damit zu infizieren. Wenn da ein blutüberströmter Mensch neben dir in der U-Bahn sitzt, dann würde ich ihn grundsätzlich nicht anfassen. Mein Tipp. Und wenn du einen blutüberströmten Menschen anfasst, bitte mit Handschuhen. Zweimal am besten. Okay. Also, Leute, habt keine Angst vor Leuten mit HIV. Und grenzt diese Menschen nicht aus. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt, keine Ahnung, 16, 17. Verliebt euch das allererste Mal in einen Dude, oder falls ihr eine Frau seid, halt in einen Dude oder halt eine Dudeen. Ist mir auch egal, ob ihr homosexuell seid oder nicht. Schön für euch. Stellt euch mal vor, ihr verliebt euch in die oder lernt sie oder ihn, ich sag jetzt einfach mal sie, in der Bar kennen und knister, knister und man hat Sex mit diesem Menschen. Dieser Mensch hat dir auf jeden Fall nicht gesagt, dass er HIV hat und er hatte HIV. Du hast dir zum Beispiel das allererste Mal Sex in deinem Leben und bist gleich mit HIV infiziert. Super gewesen. Natürlich ist dann auch dieser Mensch schuld, der dich infiziert hat. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du von allen Menschen, die du jemals gekannt hast, ausgegrenzt wirst, blamiert wirst. Du wirst, sagen wir jetzt mal, wenn du jetzt eine Frau bist, wahrscheinlich Schlampe genannt. Mit wie vielen Männern musst du es denn getrieben haben, wenn du HIV hast? Na, mit einem, der es mir nicht gesagt hat. Punkt. Also so ein bisschen, ich will euch ein bisschen sensibilisieren, ein bisschen in euch gehen. Leute, ich weiß nicht, wir leben im 2017 und Leute haben immer noch vor HIV-Angst und dergleichen. Obwohl es dafür keinen Grund gibt eigentlich. Solange du darauf achtest, dass du ein Kondom trägst, kannst du sogar mit diesen Menschen Geschlechtsverkehr haben. Solange die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, kannst du sogar normal mit ihnen Geschlechtsverkehr haben, ohne dich zu infizieren, weil die Viruslast so gering ist, dass du dich nicht infizierst. Und vor allen Dingen, zwei Sachen noch. Wenn ihr HIV habt und einen neuen Menschen kennenlernt, dann werdet ihr ihm niemals sagen, dass ihr HIV habt. Weil, stell dich mal vor, ihr lernt jemanden kennen und nach einem zweiten Date sagt derjenige, oh, übrigens, ich habe HIV. Wie würdet ihr damit umgehen? Ich glaube, niemand von uns würde, weil das noch so stark im Gedanken drin ist, mit diesen Menschen weiter ausgehen. Aber wenn du diesen Menschen jetzt relativ lange kennst und er sagt auf einmal, ja, keine Ahnung, so nach 4 Jahren, dass er HIV hat, dürfte man immer noch schlucken? Ich glaube, es gibt nämlich keinen guten Moment, so etwas offen zu legen. Aber ich glaube, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesen Menschen bleibt, noch höher. Dank eurer Taten hier an diesem Tag ist die Welt ein Stückchen besser geworden. Eine Sache noch. Lasst euch niemals, niemals, niemals von eurem Betriebsarzt auf HIV testen. Macht das anonym. Denn die HIV-Krankheit ist ja gar nicht gerade das Schlimme. Es ist die opportunistischen Erkrankungen, die man davon bekommt. Opportunistische Krankheiten sind die Mitläuferkrankheiten, die man bekommt. Lungenkrankheiten und dergleichen. Tausende Arten von Krankheiten kriegt man von HIV, weil das Immunsystem grundsätzlich damit beschäftigt ist, gegen den HIV-Virus zu kämpfen und dadurch eine weniger starke Verteidigung gegen etwaige andere Krankheiten hat. Und wenn ihr euch jetzt beim Betriebsarzt testen lässt und der sagt, dass ihr positiv seid, weiß es der ganze Betrieb. Und ihr könnt nichts mehr abschließen. Ihr könnt keine Lebensversicherung mehr abschließen, weil die dich nicht nehmen, weil du natürlich ein Risikofaktor bist. Du wirst niemals mehr einen Kredit
aufnehmen können, weil die es natürlich wissen, dass du HIV hast. Und sie werden dir den Kredit nicht geben, weil sie denken, den wirst du nicht zurückzahlen, weil du wahrscheinlich bald stirbst. Du bist ein Risikofaktor. Und in einer Gesellschaft, wo nur Geld regiert, wirst du niemals mehr irgendwas abschließen können. Irgendeinen Vertrag, der länger Zeit geht, weil die denken, dass du bald stirbst und du ein gefährliches Individuum bist, was ihnen kein Geld bringt. Auch keine Krankenkasse würde ich mehr nehmen. Tja. Niemals beim Betriebsarzt testen lassen, Leute. Seid nicht dumm. Das war nämlich auch ganz lustig in meiner Klasse. Ich habe kein HIV. Ich könnte mir keine Situation vorstellen, in der ich es bekommen haben könnte. Aber ich, wie kann ich denn so blöd sein, vom Betriebsarzt sitzen, der fragt, ob du einen HIV-Test machen willst und ja sagen. Erstens hast du dann die Vermutung, dass du HIV hast. Und zweitens, wenn er positiv ist, bist du gefickt. Wirst rausgeschmissen wahrscheinlich noch aus der Probezeit und dergleichen. Also, wirklich, Leute. Seid nicht dumm. Ja, das wollte ich einfach nur ein bisschen erzählen. Genau. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr Angst vor HIV? Habt ihr Angst, euch anzustecken an HIV? Wie behandelt ihr die Menschen, die HIV haben und dergleichen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich es gerne wissen wollte. Habe ich euch etwas beigebracht? Habe ich euch für das Thema begeistert und informiert ihr jetzt auch noch andere Leute? Es würde sehr schön sein, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo wir uns gegenseitig akzeptieren und nicht Angst voreinander haben durch Unwissenheit. Ihr könnt euch nicht infizieren, solange ihr nicht mit diesen Patienten schlaft oder Blut in eine offene Wunde tropft von den Menschen oder euch. So. Tatsächlich, eine Sache noch. Man ist sich nicht wirklich sicher, ob, wenn man Sperma runterschluckt von einem HIV-Patienten, ob man davon infiziert werden kann. Man sollte es trotzdem unterlassen. Punkt. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema haltet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren darüber diskutieren würdet. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.